Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Ich bin's, euer Marcel, und ja, ich habe, wie ihr seht, die Laserpistole mal ausgewählt, damit wir die auch mal verwenden können, sollten, whatever. Nein! Ich dachte schon, wir wären instant down. Schieß doch! Mit der Laserpistole haben wir nicht den Erfolg, wo wir haben sollten. Ich wechsle dann doch lieber auf die 10 mm. Gönn mir mal so ein Blutpaket. Das ist schon etwas heftig hier. Das Problem ist, ich muss mal auf eine andere Waffe umsteigen. Wegen der Munition. Fies! So, jetzt haben wir selbstverfreilich auch einiges an schlechtem Zustand. Weil diese blöden Feuerameisen doch noch recht stark sind. Werde ich wohl wieder hier drauf umsteigen müssen, weil die Waffe doch sehr effektiv war. Und noch immer sind wir übrigens auf der Suche nach Dr. Lasko, von dem ich nicht weiß, wo er wieder rum ist, weil ich es vergessen habe. Ja, ich bin immer noch am Essen. Nom, nom, nom. Ich denke, dies wird auch für heute die letzte Aufnahme sein. Aber ich glaube, wir haben es gefunden. Sie haben mich erschreckt. Sie dürfen sich wirklich nicht so an die Leute heranschleichen. Sorry, hab nicht erwartet, hier unten noch Überlebende zu finden. Hey, Sie sind dieser Wissenschaftler, den der Kleine erwähnte. Mich an sie rangeschlichen. Ich hab mir eben in die Hosen geschissen, Mann. Nun ja, Schätze, der bin ich. Ich heiße Dr. Weston Lasko und es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Was führt Sie in mein kleines experimentelles Ökosystem? Sollen wir mit dem Experiment beginnen und die Wand mit Ihrem Hirn schmücken? Das nennen Sie Laborexperimente? Was meinen Sie damit? Ich habe diesen Raum als vorübergehende Zuflucht gewählt, um über meine fehlerhaften Zahlenreihen für meine Experimente nachzudenken.
Es ist zwar ein wenig dunkel und feucht, aber solche Unannehmlichkeiten werden der Wissenschaft nicht im Wege stehen. Ah ja, was für Experimente? Meine Experimente sind höchst kompliziert und können nur durch Wissenschaftler erklärt werden. Moment, ich bin ja Wissenschaftler. Fantastisch! Meine Pionierarbeit in der Verringerung der Körpergröße dieser insektoiden Kreaturen ist von größter Bedeutung. Ah ja. Ich beabsichtige, ihre enorme Größe generationsweise durch ein vor der Geburt verabreichtes Mutagen zu reduzieren. Ist das nicht raffiniert? Ich verstehe. Sie wollen sie durch Injizieren der Eier mit der Zeit verkleinern. Okay, wie wäre es mit einer Erklärung für Begriffsdozier? Wir sind natürlich intelligent. Sie haben eine gute Auffassungsgabe. Sehr schön! Sie sind sich bewusst, dass Ihre neuen Ameisen Feuer spucken? Tja, das ist in der Tat sehr beschämend. Ich habe mich bei meinen Mutagenproben offenbar ein klein wenig verrechnet. Ein klein wenig? Statt die Größe der Ameisen zu reduzieren, entwickelte die Brut nach dem Schlüpfen einen neuen Biomechanismus. Ich nenne ihre genetische Anomalie Pyrosis, die Fähigkeit, Flammen aus dem Körper heraus zu entfachen. Vielleicht kann ich diesen Fehler beheben, aber mir fehlt meine Ausrüstung. Ich bin schockiert. Das hätte zuerst kontrolliert getestet werden müssen. Ihre Kenntnis experimenteller Methoden überrascht mich. Ja, ich habe einen Schritt ausgelassen und sofort eine ganze Brut modifiziert. Womöglich war ich zu voreilig. Ich war sicher, dass es klappen würde. Um diesen Fehler zu korrigieren, muss ich an mein Terminal und das Mutagen modifizieren. So, Sie haben uns das eingebrockt. Doc, löffeln Sie die Suppe selbst aus. Wie kann ich helfen? Da Sie mir Ihre Hilfe anbieten, erlauben Sie mir bitte, die ganze Sache ausführlich zu erklären. Mein tragbares Terminal ist in der Brutkammer in der Nähe der Ameisenkönigin. Wenn ich da rankomme, kann ich meine Arbeit am Mutagen fortsetzen. Gut, dass wir noch Staff Boys haben. Warum kümmern Sie sich nicht direkt um sie? Warum töten Sie die Königin nicht einfach und basta? Wenn ich das täte, gingen die Daten von Monaten verloren. Nein, nein, der Königin darf kein einziges Haar gekrümmt werden. Ihr Ziel wäre es, ihr, wie soll ich sagen, Nestwachenquintett zu eliminieren. Widerliche kleine Biester. Moment, ja, ich bin gerade was am Kauen. Das Nestschwarmquintett, das sind drei noch größere Riesenameisen. Also größer als die, die wir eben gesehen haben. Ich habe die Ausrüstung an mein tragbares Terminal angeschlossen, um einen sogenannten Hemmimpuls zu erzeugen. Dieser Impuls unterbricht die empathische Verbindung zwischen Ameisen und Königin. Im anschließenden Chaos töten sich die Ameisen gegenseitig. So, mehr gibt es nicht. Wenn es die Ameisen daran hindert, Quidditch niederzubrennen, bin ich dabei. Nee, eine schwere Aufgabe, Doc. Mir fehlt da doch die nötige Motivationsschub. Na. Sie machen mit? Fantastisch! Seien Sie vorsichtig, mein Freund. Die Wächter des Nests können sehr gefährlich sein. Ja. 5 Nestwächter sind es sogar. Ich dachte, es wären nur 3. Was wissen Sie über Brian Wilkes? Er ist viel zu neugierig. Er hat mir seine endlosen Fragen oft ausgerechnet dann gestellt, wenn ich völlig in meine Berechnungen versunken war. Er hat keinen Respekt vor meiner Arbeit. Können Sie für den Tod des Vaters nicht die Verantwortung übernehmen? Alle Wissenschaftler übernehmen die Verantwortung für ihre Fehlschläge, denn das bringt dieser Beruf nun einmal mit sich. Ich werde diese Experimente zu Ende führen, ohne mich auf das Podest der moralischen Unanfechtbarkeit zu stellen. Wenn ich es mir erlaube, mich von Gefühlen beeinflussen zu lassen, ist alle Zeit und Mühe, die ich aufgewendet habe, sinnlos gewesen. Also wir sehen schon mal, er ist sehr kalt. Er ist nicht herzlos oder so, aber er ist einfach nur... Doch, er ist herzlos, er ist kalt. Kapieren Sie nicht, dass Sie sein ganzes Leben zerstört haben?
Sie haben Ihre Ideale und ich habe meine. Ich bin hier unten, um meine Experimente um jeden Preis zu Ende zu führen. Wenn das heißt, dass wenige Leben geopfert werden müssen, um ganze zukünftige Generationen zu retten, dann ist das ein geringer Preis. Na gut. Sie hätten ihm zumindest sagen können, dass sie leben. Mehr dachte er ja alleine. Ich kann es nicht riskieren, diesen Ort zu verlassen. Ich muss die Brutstätte ständig auf weitere Mutationen in der nächsten Brut überwachen. Ich habe keine Zeit für Kinder und ihre kleinen Spiele. Was wissen die denn überhaupt von der Bedeutung meiner Arbeit? Ja. Das würde ich ihm jetzt gerne sagen. Du bist ein Idiot. Ach ja, und wir haben einen Lag. Ich finde das immer wieder herrlich. Jetzt habe ich fast 10 Minuten mit dem sein Geplapper angehört. In dem es mindestens zweimal geleckt hat. Ich will noch gucken, das Terminal. Gehst du mal an das Terminal? Oh, das wäre natürlich böse, wenn ich da dran gehe. Aber wenn ich mir das Ameisenfleisch nehme, das ist wieder in Ordnung. Scram. Hey. Na toll. Eine Haarklammer weniger. Klar, die Munition. Fleisch und Bohnen. Nur in deinem Bett kann ich nicht schlafen. Ich kann dich ja richtig schön ausplündern. Aber nicht in dem Bett schlafen. Nee, Hockeymaske will ich nicht. Und jetzt gehen wir hier herunter und schauen, ob wir da an das Nest Brutstätte der Ameisen kommen. Und hier sind wir nun also auf dem Weg in unser Verderben. Und ich würde sagen, um hier nicht sofort getötet zu werden, ja, erstmal tue ich hier speichern. Und dann, bevor wir weitergehen, wir haben ja dieses wunderschöne Teil, das sich Staff Boy nennt. Blöden Viecher können uns trotzdem sehen. Okay. Das hat uns jetzt auch etwas gebracht. Thank you.
kritischer Schleichangriff. Und da hören wir auch schon den Protektor. Jetzt muss ich mal gerade unter Aufgaben. Die 5 Nestwächter der Brutstätte der Ameisenkönigin eliminieren. Toll, das bedeutet einen mehr. Übrigens wieder sichtbar. Ameisenfleisch. Großes Buch der Wissenschaft. Ach, jetzt sollen wir zu Dr. Lersko zurückkehren. Ich hatte das doch eigentlich anders in Erinnerung. Naja, wir wollen die Ameisenkönigin jetzt nicht weiter behelligen. Wir ziehen uns sehr gerne sehr schnell zurück. Zu dem blöden Doktor. Um ihm mitzuteilen, dass er jetzt ungehindert zur Ameisenkönigin warten kann. Okay, auf jeden Fall ist der Freund absolut nicht rentiert. Meine Kampfflinte geht so langsam den Bach runter. Ich habe mit meinen Geräten in der Brutstätte der Königin einige Änderungen entdeckt. Was könnte da nur vorgefallen sein? Oh, fantastisch! Was ist eigentlich passiert? Ich habe alle Nachtwächter getötet. Ich werde mich also sofort an mein tragbares... Ich danke Ihnen vielmals. Ich bin bereit für eine mutagen-bio-verstärkte Injektion, Doktor. Fantastisch. Welche Injektion möchten... Ich würde die Ameisen sich gerne meine Wahrnehmung verbessern. Natürlich die Körperkraft. Wir müssen mehr tragen können, weil wir was verkaufen wollen. Mach schon. Jetzt mach schon. Oh, du blöder Leck. Fantastisch. Ich werde Ihnen also die Ameisenmacht injizieren. Komischerweise rennt er weg. Sie haben jetzt die Stärke und Feuerresistenz der Greyditch Feuerameisen. Ihre Stärke ist um einen Punkt höher und sie sind zu 25%. So, da steht 0. Das sollte aber gegen Feuer immun. Wer mir nicht glaubt, Status. Oh, wir nehmen mal ganz den Pack. Extras. Ameisenmacht.
Und wir können jetzt 10 Pfund mehr tragen. Ist das nicht schön? Ja, das Ameisenfleisch kann ich. Da liegt noch mehr Ameisenfleisch und Munition. Ich nehme an, das kann ich mir alles einfach nehmen. Und wir haben einen Leck, aber vom Feinsten. Das will ich auch. Munition, auf jeden Fall. Ich nehme mir gerne die elektrischen Leiter, die kann ich nicht gut verkaufen. Und dann begeben wir uns mal zum Ausgang. Wenn ich die noch mal finde. Oh, und ich dachte schon, wir müssen jetzt irgendwie an dem PC von dem irgendwas machen. Und deswegen habe ich auch den Dings aktiviert, den ist da voll. Wegen der blöden Königin. Weil ich dachte, die Königin bringt mich sonst um. Cherry Bomb, ein Bleirohr, öffne den Graded Löschkastenschau. Dürfte aber auch nichts drin sein. Grady Safe Schlüssel. Altmetall. Social Stimpack. Wie raus hier. Ich habe echt keinen Bock mehr auf Feuerameisen im Moment. Meine Gier nach denen hat nie existiert. Ich bin doch sehr froh, wenn ich jetzt gleich hier rauskomme. Ich dachte gerade, da steht einer. Ja, vor Fallout 3 hat es schon mal richtig in sich, wenn man gerade schön am Spielen ist, hat den Uncut-Patch drin und immer wieder schön das Gore und das Blut und alles und dann plötzlich hört man ein Geräusch, dreht sich rum und pow, steht ein Supermutant hinter einem. Da fühlt man sich gleich viel besser. Ja, bevor ich diese Aufnahme jetzt hier beenden werde, gehen wir erstmal zu Brian Wilkes, dem kleinen Jungen. Erzählen dem, dass der gute Doktor der Idiot an allem schuld ist. Und hoffen, dass er uns irgendwas mal gibt. Ist da draußen jemand? Ja. Hallo? Ich. Es war wirklich seltsam. Plötzlich drehten die Ameisen durch und kämpften gegeneinander. Die waren irgendwie völlig durchgedreht. War echt unheimlich, aber auch irgendwie cool. Die Ameisen sind alle tot, die Arbeit ist getan. Jetzt geht's nach Hause. Ich bin froh, dass du sicher bist. Ich wünschte, ich könnte ihnen für ihre Bemühungen etwas... Dann sind sie jetzt wohl wieder weg und ich muss alleine über die Runden kommen. Kann ich hier nicht alleine lassen, ich werde dir ein neues Zuhause suchen. Meinen Sie das? Hurra! Ich bin Ihnen ja so dankbar! Ich werde in meinem Haus auf Ihre Rückkehr warten. Ich gebe auf. Ich finde einfach niemanden, der dich aufnehmen will. Fällt dir irgendwer ein, der sich um dich kümmern könnte? Tja, Papa hat immer von meiner Cousine Vera erzählt.
Sie lebt irgendwo in Deutsche so einem großen Schiff oder sowas. Hier. Papa hat den Ort Rivet City genannt. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Aber ich weiß, wo das ist. Ich hoffe, Sie haben ein Zuhause. Ich muss gehen. Ich wette, in Little Lamplight könnte man ihn auch unterbringen. Immer noch sehr schwer. Ich würde sagen, hier und jetzt beenden wir auch, glaube ich, die Aufnahme, oder? Nein, ich nehme noch die Welt. Entschuldigung. Ich musste kurz gehen. Weltkarte, wir reisen kurz nach Megaton. Werden uns schlafen legen und ich würde mal behaupten, das könnte die letzte Aufnahme für heute sein. Yep, das wird für heute die letzte Aufnahme. Und damit sage ich erstmal tschüss. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Marcel. Bis denn.